Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise zu einem neuen Bus-Simulator. Jawohl, ich habe ja schon angekündigt gehabt, wir werden in Bälde vielleicht mal das ein oder andere weitere Spiel ausprobieren. Und genau das wird jetzt passieren. Wir werden nämlich jetzt den Bus-Simulator 16 Mandröntchen spielen. Ich habe das Ding so ein bisschen Probe gespielt und muss sagen, dass ich es eigentlich so an sich ganz lustig fand. Ja, also es hat schon Laune gemacht tatsächlich. Aber ich weiß noch nicht, wie es wird. Ja. Keine Ahnung. Wir werden es einfach mal gemeinsam herausfinden. Wir brauchen erstmal einen neuen Namen für unsere Firma. Und die, ich habe drüben schon bei der Testfirma gemacht gehabt. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, einen neuen Namen. Ich weiß nur, mir fällt gerade nur nichts ein. Wir nennen unsere Firma einfach... So. Wie wäre es denn damit? Wir nennen unsere Firma einfach Busfahrer. Die gute alte Busfahrer GmbH. Ganz kurze Info. Da drüben. Auf der Seite. Ja, das Tutorial möchten wir nicht spielen. Nein. Auf der Seite da drüben. Ja, da seht ihr jetzt. Da. Hey, hier ist Ben. Ich rufe an, weil ich dachte, meine Erfahrung könnte für dich und deine neue Firma äußerst hilfreich sein. Also legen wir los. Im Moment braucht die Stadt dringend mehr öffentliche Transportmittel. So viele Leute und so wenige Busse. Der Bürgermeister unterstützt neue Firmen, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten wollen. Erfülle ganz einfach die Anforderungen auf dieser Liste und sie werden dir einen neuen Bus für die Firma bereitstellen. Ist das nicht großartig? Jetzt weißt du jedenfalls, was du zu tun hast. Ich rufe wieder an, wenn ich mehr Ratschläge für dich habe. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh, richtig, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ein paar Informationen geschickt, wie du deine Busse individuell anpassen kannst. Bis später. So, darf ich jetzt wieder Ben? Vielen, vielen Dank. Ja, ich musste gerade mal kurz das Schnaubtest. Ich muss gerade mal gucken, dass mein Mikrofon irgendwie ein bisschen anders dahin hänge, weil das ist sonst ein bisschen blöd. Also das hängt jetzt hier halt extrem rein. Ich habe immer noch keine perfekte Position fürs Mikrofon gefunden. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht, ob das jetzt die perfekte Position ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, es hängt mir halt jetzt fast irgendwie im Gesicht. Na, mal gucken. Mal gucken, das wird schon irgendwie so passen. Wie gesagt, das ist jetzt die Übersicht sozusagen, der Anfang. Ganz kurze Information noch. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt gehabt. Auffällige Zuschauer von meinem Streams wissen oder haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben jetzt eine zweite Webcam. Und zwar da drüben. Da drüben, in der linken Bildschirmseite. Auf der linken Bildschirmseite. Das ist die da unten. Ja. Hallo. Und die zeigt jetzt sozusagen auch mal meine Kamera aus der anderen Richtung. Damit ihr quasi auch mal seht, wie das ist, wenn ich hier am Lenken bin, wenn ich hier mit dem Lenkrad hantiere, ja. Das haben sich viele gewünscht. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, na komm, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, das können wir ruhig mal machen. Und genau das machen wir jetzt auch. Ja, also ihr seht jetzt quasi... Ja doch, man sieht es einigermaßen gut, glaube ich. Es ist noch nicht die perfekte Position für die Kamera, muss ich mal gucken, ob man da noch irgendwas anderes hinkriegt. Aber ich glaube, das ist so für den Anfang erstmal ganz cool. Und ja, wir sind jetzt hier. Anfang, aktuelles Ziel, die Stadt braucht dringend gute öffentliche Verkehrsservice, zeige, dass du in der Lage bist, deine Busfirma zu managen und du erhältst einen kostenlosen Bus als Anreiz. Fahre auf der bestehenden Strecke, das ist diese hier, die Stiftgasse in der Laurinstraße, das ist so eine kleine, 4 Haltestellen sind das, Stiftgasse, St. Pauluskirche, Goethestraße und die Laurinstraße und ansonsten seht ihr aber schon, die Stadt ist wirklich relativ groß, ja, also wir haben ja noch ein Industriegebiet und sowas, ist alles mit dabei, das müssen wir jetzt alles machen, dann kriegen wir einen kostenlosen Bus. Und ich würde einfach mal sagen, ohne groß zu schnacken, wir wählen einfach mal den SAS A38G und starten einfach mal. Ja? Einfach mal drauf losfahren. Ich habe das Lenkrad ein bisschen konfiguriert, sodass wir da auch wirklich ja, mitfahren können. So, ich muss immer einen Schnaubtest machen. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache, keine Ahnung. Das ist voll behindert eigentlich, aber ich mache es halt trotzdem immer. Feiertag. Heute ist Feiertag in Sunny Springs. Sei bereit für viele Touristen, die Fahrkarten kaufen möchten. Oh mein Gott. So, ich kann nicht jetzt hier eigentlich... Vorn zurücklaufen? Nee, ne? Kann ich hier jetzt, glaube ich... Okay, krass. Ich kann mit Bremsen und... ich kann mit Bremsen und vorgehen zurück. Ich kann laufen mit Gas und Bremse. Wie geil ist das denn? Also wir haben hier natürlich auch so einen Typen, ne? Den sehen wir jetzt leider nicht. Aber wir können hier tatsächlich verschiedene Interaktionen tätigen. Ach doch, guck mal, da ist er doch. Wie zum Beispiel einfach mal ein Käffchen trinken. Ah... Sehr geil. Das Spiel wird von Astragon gepublished und ich weiß gar nicht, von wem entwickelt. Ich habe keine Ahnung. Von irgendwelchen ziemlich verzweifelten Menschen wahrscheinlich.
Wobei ich sagen muss, ich finde das Spiel nicht schlecht. Ich finde es ganz cool. Ich wollte eigentlich den Omsibus-Simulator spielen. Da draußen steht übrigens unser Bus. Ich wollte eigentlich den Omsibus-Simulator spielen. Aber der stützt bei mir irgendwie immer ab. Also ich konnte bis jetzt nicht mehr das Tutorial spielen. Das Spiel ist immer abgeschmiert. Und das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Fand ich ein bisschen blöd. So, hier sind wir jetzt in unserer Garage. Aha. Ich gehe mal gerade in die Ego-Perspektive. Was haben wir denn? Können wir hier irgendwas machen? Zum Beispiel Bus reparieren oder irgendwas? Nein, wir können gar nichts machen. Okay. Na, laufen wir mal weiter. Haben wir sonst irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten? Ich glaube nicht. Reifen wechseln. Gabelstapler fahren. Können wir einen Gabelstapler fahren? Nein. Schade. Können wir irgendwas öffnen? Nein, auch nicht. Okay. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange um heißen Brei. Wir steigen... Ah, wir können die Tore hier öffnen. Das weiß ich wohl. Flups. So, ist zwar jetzt das falsche Tor, aber ist lustig. Ist sehr lustig einfach. Okay. Das ist unser Bus. Ja? Unser Linienbus. Wir öffnen mal die Tür. Gehen mal rein. Und hocken uns mal hin. So. Ab jetzt ist auch die Lenkradsteuerung aktiv. Ab jetzt habe ich auch ein bisschen... Ja, doch, das sieht gut aus. Aber jetzt habe ich auch so ein bisschen Widerstand im Lenkrad drin. Jetzt müssen wir natürlich verschiedene Vorbereitungen treffen. Weil, beim Omsibus-Simulator ist es zum Beispiel so, dass man sich jetzt noch einloggen muss. Man hat eine Fahrerkarte und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt hier nicht alles. Also es ist eine sehr abgespeckte Version des Bus-Simulator-Daseins. Wir haben eine Hupe. Ja, die haben wir. Und wir haben einen Zündschlüssel und den machen wir jetzt einfach mal an. Es hat ein bisschen mal gestartet. Wie gesagt, es ist eine sehr... kleine Variante sozusagen. Eine sehr abgespeckte Variante des Busfahrer-Daseins. Ich muss jetzt aber, glaube ich, C drücken, um hier rauszukommen, ne? Ja, okay, ich mach das einfach mal. Schnell aussteigen. Das Tor schnell öffnen. Das ist leider so ein bisschen blöd gemacht. Tor schnell öffnen. Hinsetzen. Tür schließen. Parkbremse lösen und schnell rausfahren, weil... Hilfe? Hallo? Hallo? Ah, ich habe keinen Gang eingelegt. Fuck! Jetzt aber schnell! So. Okay. Ich wollte nur mal so halbwegs aus dem Ding rausfahren. Wir sind gar nicht draußen, ne? Reicht das? Okay, muss gerade mal reichen. Weil das Tor sonst immer wieder zugeht. Man kann es auch irgendwie nicht von hier drinnen steuern. Ich habe keine Ahnung, warum. Also, wir haben jetzt hier den Bus. Wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir hier drauf drücken, können wir Kassenbon machen. Wir müssen Rückgeld geben und so weiter und so fort. Und wir müssen auch, glaube ich, sogar schon gleich da sein. Ja, an der ersten Haltestelle. Wir haben auch ein Radio, was wir anmachen können. Und das kann man alles hier über das Ding bedienen. Das finde ich an sich ziemlich nice. Ich weiß nicht, inwiefern die da lizenziert sind. Wir haben hier die vordere und die hintere Tür. Wir haben einen Krankenwagen. Uiuiui, der kommt aber angepäst. Oh Gott. Also, die machen alle Platz. Das finde ich auch ziemlich interessant. Wir haben einen Geschwindigkeitsregler. Den können wir an- oder ausmachen. Wir haben einen Motor, kleine können wir auch an- oder ausmachen. Wir haben eine Warnblinkanlage, natürlich, wenn du an der Haltestelle stehst. Wir haben verschiedene Gangschaltungen und wir haben natürlich, wie gesagt, die Türen. Das habe ich schon gesagt. Die Temperatur können wir hier erhöhen oder niedriger machen. Je nachdem, ob es zu kalt oder zu warm ist. Wir haben hier drüben noch das Licht. Kassenbeleuchtung können wir hier noch anmachen. Ja, dann ist das hier alles noch schön beleuchtet. Wir haben hier noch die Führerstandhausbeleuchtung, die brauchen wir jetzt nicht. Und die Passagierabteilbeleuchtung, ja. Achso, und das hier ist die Handbremse. So. Okay, ich würde sagen... wir fahren einfach mal los. Wir haben ein kleines Navi, so ein Handy-Navi irgendwie oder sowas. Ich weiß es nicht. Und damit können wir jetzt einfach mal losbrettern. Würde ich einfach mal sagen. Das machen wir auch einfach mal, damit wir hier mal zu Potte kommen. Wir haben, wie gesagt, Touristenverkehr. Das heißt, es wird ordentlich was los sein hier in Sunny Springs oder wie die Stadt hieß hier. So. Schönen guten Tag, die Herrschaften. So. Machen wir das. Türchen auf. Ich mach mal die Parkbremse gerade an. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Alles klar, du brauchst eine Fahrkarte. Eine Schüler Einzelfahrt, okay. Schüler Einzelfahrt, hier. So, drucken. Zack. Was hat das gekostet? 1,40, das heißt, sie kriegt 2,60 zurück. Bitteschön. Ich hätte gerne eine normale Wochenfahrkarte. Alles, eine Wochenfahrkarte, alles klar. Hier, bitteschön. Der zahlt jetzt mit 35, das machen die immer. Das heißt, sie kriegt ja 2 Euro zurück. Bitteschön. Danke, mein Lieber. Ja, gerne doch. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Eine Seniorenfahrkarte für die alte Dame, alles klar. Eine Seniorenfahrkarte, 1,40 bitte. Warum mit 5 Euro? Warum kannst du mir kein Kleingeld geben, Mutchen? Mann, 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 Mann. So. Danke, mein Lieber. Ist gar kein Problem, Mann. So, die steigen jetzt alle wunderbar ein. Okay. Ich habe aber ein bisschen Zeitdruck, das wisst ihr schon, ne? Was kriegt die? Ach, reicht. Okay. Ah, nur 1 Euro für die Fahrkarte. Scheiße. Okay, das war's. Wir sind alle drin. Das heißt,
Wir können weiterfahren. Wie habe ich denn die Parkbremse hier angemacht? Habe ich das hier irgendwie... Okay, dann muss ich die hier lösen. Ich habe das, glaube ich, nicht konfiguriert, was eigentlich ziemlich dumm war. Naja, müssen wir mal gucken. Oh! Jo, fahren Sie vorbei, bitte. Alles klar. Ich muss die Parkbremse noch auf dem Lenkrad konfigurieren. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen bei Gelegenheit. Und dann brettern wir einfach mal weiter. Ding! So. Die Ampel ist immer grün. Weiß gar nicht, wie schnell fahren wir eigentlich gerade? Ich glaube, es hat gerade Bing gemacht, das heißt, wir sind zu schnell. Mal vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Wir wollen ja nicht in unserer ersten Stunde hier den Knollen kriegen. So. Wie gesagt, ich muss sagen, bis jetzt finde ich das Spiel an sich ganz cool. Es hat zwar alles, was ein Bussimulator braucht, wie ich finde. So Linienbussimulator. Aber es ist nicht zu, ich sag mal, zu übertrieben wie beim Omnibus-Simulator. Also der Omnibus-Simulator ist ja wirklich... Was? Ach komm, das war doch kein Unfall, also bitte. Schaffe ich das hier nicht rum? Dann leck mich doch am Zückerli. Oh, fahr mal ein bisschen zurück. Ich dachte, ich schaff das. Sah so aus, als würde ich es schaffen. Naja. Und halt eben nicht. So. Okay, wir kommen noch nicht zu spät. Wir haben es zeitlich genau geschafft. So. Tachchen. So, steigen Sie mal aus und da kommt der ganze Rest rein. Schönen guten Tag. Moin. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Eine normale Fahrkarte für den jungen Mann. Bitte sehr. Zack. Danke. Zack. Einen schönen Tag. Eine Moin. Normale Fahrkarte, bitte. Aha. Eine normale Fahrkarte. Was willst du? Eisenfahrt? Alles klar, kannst du haben. Hier, normale Fahrkarte. Bitte schön. Was haben wir hier? Was kriegt denn jetzt zurück? Einmal zwei. Der kriegt 3,80 zurück, oder? Danke. Ein Schiff brauche eine Fahrkarte. War auch wieder zu viel. Scheiße. Okay, eine normale Fahrkarte. Ich muss noch mal gucken. Also 2,20 kostet diese Fahrt. Das heißt, der kriegt jetzt 80. Ach, 2,80 kriegt der. Okay. Hier, 2,80. Richtig? Vielen Dank. Ah. Eine normale Fahrkarte, bitte. Alles klar. Und hier auch wieder 2,80. Bitteschön. Vielen Dank. Moin. Was ist das? Alles klar, die Mülltonne will bestimmt nicht ansteigen. Das heißt, für uns, wir können weiterfahren. So. Weißt du, was lustig ich finde, die unterhalten sich auch manchmal, die Fahrgäste. Also die quatschen dann irgendwelche, über irgendwelche Themen, keine Ahnung. Über Gott und die Welt. Manchmal will man sich das anhören. Goethestraße West. Meistens aber nicht. So. Ja, wie gesagt, also der Bussimulator hier ist jetzt von 2016. Der hat also schon 2 Jahre auf dem Buckel tatsächlich. Aber ich würde mir wünschen, dass sowas in der Art mal wieder rauskommt zum Bussimulator, ja? Das wäre schon ziemlich cool eigentlich. So, guck mal, ob ich das jetzt hier hinkriege mit der... Vorsichtig! Jo, das klappt super auf jeden Fall. Ich muss ja auch noch ein bisschen üben, ja? Ich bin noch nicht, ist noch kein Busfahrer vom Himmel gefallen. So. Okay, fetter Sportwagen. So, ich muss noch ein bisschen lenken hier. So, das hat ja einigermaßen gut geklappt. Sehr gut. So, ich muss mein Lenkrad gleich nochmal festmachen. So. Linken, Tür auf und bremsen. Goethestraße West. Moin. Tschüsschen. Wir sind alle rausmarschieren, ne? Wie bei der Army. Zwei Fahrkarten, bitte. Na toll. 2 Stück. Du bist aber nur alleine, ne? Ich sehe das. Aber gut, okay. Einzelfahrt, Senioren, 2 Stück, 2,80. Das heißt, er kriegt, wenn er mit... Hä? Warum geht das nicht? Hier, warte mal, Einzelfahrt, Senioren. Warte mal. 2 Senior, Tag. Tagesfahrkarte. Ach, eine Tagesfahrkarte, ja, leck mich doch am Zuckerli. Hier. Du bezahlst mit 15, das heißt, du kriegst... 4,60 zurück. Zack, zack, zack. Danke. Bitteschön. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Normale Einzelfahrt. Wow, warte mal. Normale Einzelfahrt. Zack, zack. 2,80. Fuck, die zahlt mit einem 10er. Ach, leck mich doch. Kriegst du noch, warte mal, 2.
Tag. Tschüss. War wieder zu viel, habe ich gerade gesehen. Na, egal. Egal. Passt schon. So. Alles einsteigen, bitte. Wie gesagt, ich muss das Lenkrad gleich nochmal montieren. Das ist irgendwie so ein bisschen lose. Alles lose in der Hose. Gefällt mir nicht, dass das hier so locker ist. Muss gerne mal gucken. Vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ja. Ansonsten muss ich mal sagen, es macht auf jeden Fall ein bisschen Späßchen. Also ein bisschen Spaß ist gut, es macht voll Spaß. Ich habe es aber noch nie länger gespielt als jetzt diese Tour hier. Also diese Tour bin ich tatsächlich schon mal gefahren. Ich weiß nicht, wie genau oder was genau dann noch so kommt. Ja, habe ich absolut keine Ahnung von. So, warte, wir machen die Parkbremse rein. Wir tun den Bus mal... Ja, ich habe die Überweisung bereits erledigt. Alles hat perfekt geklappt. Ja, ich habe es überprüft. Tschüsschen. In Ordnung, kein Problem. Mach's gut, Freunde. Einen schönen Tag. Okay, war's das? Sehr gut. Oh, Türchen zu. Okay. Das heißt, wir können dann... Was mache ich die eigentlich mit der Maus hier? Das war hier, ne? So. Okay, dann fahren wir uns jetzt eben noch schnell nach Hause. Und dann haben wir auch schon die erste Fahrt so gut wie abgeschlossen. Und dann müssten wir noch ein paar, zwei, drei Sachen erledigen und dann kriegen wir aber unseren Bus. Unseren kostenlosen. Unter anderem. Da können wir unser eigenes Unternehmen gründen und fett Busfahrer werden. Voll geil. So, ich bin jetzt auch mal dreist. Okay, das Schild habe ich vorhin auch schon mal mitgenommen. Scheiße. Ah. Ja, da passt. Ich fahre einfach mal. Passt schon. Warum ist das Lenkrad hier so locker? Ich bleib mal gerade hier stehen. Ich muss das nochmal kurz aufschrauben. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht losfahren. Das wäre echt schlecht. Na. Ah, oh, jetzt hat sich das wieder verhakt. Das gibt's doch gar nicht. Leck mich! So, jetzt aber. Okay. Ist die Ampel grün? Okay, shit, die Ampel ist grün. Wir müssen jetzt irgendwie so fahren. Ich halte das Lenkrad fest, das geht. Bastjo. Bastjo, gell? Okay, ich muss es jetzt irgendwie so zu Ende fahren. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich das nicht gerade festhalten. Das ist doch kacke. Ah, es geht schon. Ich glaube, wir sind eh gleich zu Hause. Hoffe ich doch einfach mal. Ja. Oh Gott, wir müssen rechts abbiegen. Ich habe Angst. Ich hole mal ein bisschen aus gerade. Jo, moinsen! Okay. Hat einigermaßen funktioniert, nice. So, da vorne ist das Parkdepot, da müssen wir hin. Ich fahre hier gerade mal ein bisschen über die Spur drüber. Es geht gerade nicht anders. Ach, guck mal, das Tor ist sogar offen geblieben. So. Toll. Komm ich da rum? Okay, das mit dem Lenkrad ist gerade Katastrophe. Wie blöd kann ein Mensch eigentlich sein? Rückwärts. So, jetzt aber. Profi. So. Okay. Jetzt kann ich das scheiß Lenkrad endlich mal wieder festschrauben hier, Mensch. So, was haben wir denn hier? Rang. Einnahmen diese Woche. Einnahmen diese Fahrt. Leistung. Ja, geht so, ne? Alter, da ist einer, der hat schon 300... Wie viel ist das? Alter, da hat einer schon 320 Millionen sind das, glaube ich, ne? Eingenommen. Heftige Scheiße, okay. Nice. Einnahmen, Ausgaben. Jetzt kriegen wir hier nochmal eine Auflistung. Abzüge für Unfälle 11.000. Geil, wir haben Minus gemacht. Das ist doch schon mal die beste Grundlage, um eine eigene Firma zu gründen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Eine Firma mit Minusgeschäft gründen, das ist perfekt. Geil. Okay. Zum Anpassen. Okay, wir müssen den Bus jetzt eben schnell anpassen. Ich färbe den jetzt einfach mal rot, weil wir haben eh kein Geld. Erweitere die bestehende Strecke, indem du mehr Haltestellen hinzufügst und fahre sie anschließend. Okay. Ach komm, wir können auch Werbung machen.
Hier denn? Es ist halt alles fiktiv, ne? Also das ist alles nicht echt. Das ist alles wirklich nur fiktiv, rein fiktiv. Und wir können halt aber hier auch tatsächlich Aufkleber draufbappen. Das ist an sich ganz cool. Achso, nee, warte, verwerfen. So. Okay, jetzt sollen wir das Ganze hier ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal in der Stiftgasse. Warte mal, zum Bearbeiten klicken. Erstellen. Also ist es jetzt die erste, okay. Ne, warte mal, dann machen wir das mal anders da. Dann starten wir in der Stiftgasse. Fahren weiter zur Pauluskirche, zur Goethestraße, Laurinstraße. Wir fahren einmal hier zur Goethestraße Ost. Fahren dann... Okay, wobei, warte mal. Das ist scheiße. Abbrechen. Erstellen. So, wir starten in der Stiftgasse. Fahren dann weiter zur Sand... zur St. Martinstraße. Dann fahren wir zur Schillerstraße, fahren dann hier rum zu dieser Rosengasse, zur St. Pauluskirche, Goethestraße, Laurinstraße. So, und die beiden lassen wir noch weg, fahren dann nochmal hier hin und sind dann fertig. Diese Strecke muss erst gefahren werden, bevor ein anderer Fahrer oder eine andere Fahrerin sie durch einen ermitteln kann. Möchtest du sie jetzt fahren? Jo.